Hast du irgendwelche Helfer? Nein. Aber das älteste Mädchen, Haruka, übernimmt auch sehr viel Verantwortung. Sie ist schon nächsten Monat in der 6. Klasse. Und die Hausarbeiten sind über die ganzen Kinder verteilt. Jeder muss helfen. Wie wunderschön. Zu viele Kinder sitzen nur rum und schauen TV, während die Eltern die ganze Arbeit erledigen. Also sollen wir zum nächsten Loch? Das ist, glaube ich, Loch 3 von 3 jetzt, ne? Was ist ein professioneller Kiryu-san? Was sind deine Gedanken? Was ist deine Meinung zu der Jugend von heute? Nun, die Dinge waren auf jeden Fall anders, wo ich noch klein war. Aber so wie die Welt sich sowieso drastisch verändert, ist, glaube ich, gar nicht so eine große Überraschung. Damals hat man sich noch Spiele ausgedacht, wo man zusammen spielen konnte, wenn man nicht gelangweilt war. Und da wir viele Kinder in verschiedenen Altern hatten, mussten wir Regeln aufstellen, dass die fair für alle waren. Wir wollen ja niemanden ausschließen wegen ihrem Alter. Durch diese ganzen Spielplatzspiele haben wir damals über Kooperation erfahren und was es bedeutet, anderen zu helfen. Heutzutage geht es nur um Videospiele und das Internet. Von dem, was ich höre, hocken Kinder lieber in ihrem Zimmer, anstatt rauszugehen. Stimmt. Damals hatten wir noch nicht so einen Luxus. Die Kinder heutzutage haben es auf jeden Fall gut. Aber auch irgendwo tun sie mir leid. Mobben ist irgendwie viel häufiger geworden. Nun, ich gebe zu, es war schon immer da, aber irgendwie ist es heutzutage häufiger. Sieht so aus, ja. Hä, was heißt hier? Warum Ruff? Hä? Wieso darf ich nicht mehr spielen? Ach doch, jetzt okay. Wo bin ich denn? Wo bin ich? Ach so, doch, okay. Doch, ich bin hier. Ich dachte gerade irgendwie schon. Oh, was war das denn? Warum ist er so kacke jetzt geflogen? Wieso darf er so oft spielen? Ich habe nur einmal X gedrückt, auf einmal zählt einfach zweimal. Hä? Was soll das denn? Achso, ich muss gedrückt halten, ne? Du willst mich verarschen. Was war... Warum? Was ist das denn? Er springt die ganze Zeit wieder raus. Ja, so ein Beschiss. Fick dich, dieser Scheißball. Kirisan, ich habe noch eine Frage über deine Kinder, wenn es dir nichts ausmacht. Wie verbringst du deine freie Zeit? Nun, wir haben keinen Computer oder irgendwelche Spiele, also spielen wir zusammen draußen. Die älteren Kinder kümmern sich wirklich gut um die jüngeren. Es ist wie, als wären wir eine große Familie. Das klingt wunderschön. Wäre es okay, wenn ich euch mal besuchen würde? Klar. Es wäre schön, dich da zu haben.
Okay, man muss es nicht gewinnen. Egal. Man muss es nicht gewinnen. Dann ist okay. Vielen Dank für das Spiel, Kirio-san. Golf ist nicht wirklich viel ohne eine tolle Konversation, die man führen kann. Hoffentlich habe ich irgendwann die Gelegenheit, bei eurem Weißen Haus vorbeizuschauen. Es wäre schön, wenn du da wärst. Der klingt wirklich nicht so jemand, wie der eine Junge das beschrieben hat. Vielleicht könntest du sogar die Stadt, die ganze Arbeit, die sie für die Kinder tun, unterstützen. Wenn du jemals irgendwas brauchst, rufen sie mich ruhig an. Ich werde alles, was in meiner Macht steht, tun, um ihnen zu helfen. Vielen Dank, Akasa-Kasan. Nun, leb wohl. Tschüss. Ja, wir sehen uns. Oh, und bevor ich es vergesse. Ich hätte dich auch auf meiner permanenten Gästeliste eingezeichnet. Also kannst du immer im Club gehen, wenn du willst. Vielleicht spielen wir sogar irgendwann wieder. Ich hoffe. Nee, ich spiele mir nicht, weil ich keinen Bock auf Golf habe. Akasaka hatte nichts außer nette Sachen zu sagen. Ich schätze, ich wette, das wird dadurch wird sich Shiro besser führen. Fühlen, nicht führen. Ich war schon wieder vor 40 Minuten. Das hat 40 Minuten nicht mehr gespeichert. Das kam mir gar nicht so lang vor. Jesus Christ. Gut, dass ich speichere. Wohin müssen wir jetzt? Hier hin. Ah, okay. Ich weiß wohin. Okay, wir waren doch nicht auf der Morning Glory Station. Ey, dieses Spiel ist so hell. Ah! Ich nehme es gerade in der Nacht auf und ich habe gerade meine Augen verbrannt. Oh, Akasaka-san. Gut, dich wiederzusehen, Kirio-san. Hat doch gesagt, ich komme vorbei. Okay, aber nicht, dass du direkt 5 Minuten später da bist. Ja, aber ich habe nicht erwartet, dass es so früh schon ist. Nun, sobald mir einfach kommt, muss ich einfach es erledigen, sobald wie möglich. Hi, she's in the house. Yo, Uncle Cat. Ey, ihr habt vergessen, hallo zu unserem Gast zu sagen. Und zieht die Schuhe aus, bevor ihr reingeht. Hi, Uncle Cat. Wir sind zu Hause. Hattet ihr zwar einen guten Tag in der Schule? Aha. Oh, ein Gast. Konnichiwa. Hallo, Mister. Hallo, Klein. Hallo, Kinder. Kannst du nicht so, Michan? Okay. Solche energetischen Kinder. Sono yosu ja maketa ka. Tsugi wa zettai kotsu. ははははは元気な子供ですな。あれ、お客さん？ああ、挨拶しろ。はじめまして、シロです。ちゃんと挨拶もしっかりできて、気持ちのいい子だ。おい、あんたが桐生だな。この子供にあんたはどういう教育してるんだ。 見ろ! 喧嘩であざだらけだ! どうしてくれるんだ? ああ、橋本さん! お久しぶりですね! ん? え? あ、赤坂先生! え? Was tust du denn hier? Nun, ich wollte dieses Waisenhaus mal besuchen. Also habe ich natürlich keine Zeit. Habe ich natürlich keine Zeit verschwendet, als Kirio-san mich eingeladen hat.
Ich musste die Kinder sehen, die er so offensichtlich liebt. Sie werden auf jeden Fall schön nette Erwachsene werden. Ob es die Umgebung oder vielleicht auch einfach Kiryu-sans Hilfe ist. Was ist dein Geheimnis? Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so ganz. Sie sind wirklich sehr unabhängig. Ich greife nur ein, wenn es wirklich notwendig ist. Verstehe. Solltest du dir auch mal eine Scheibe von ihm abschneiden, Hashimoto. Ja, Sir. Stimme ich zu. Hey, was ist mit Shiro? Er denkt, er ist besser als wir alle, weil er keine Eltern hat. Red nicht so mit ihm, junger Mann. Er hat sich nicht dazu entschieden, ein Waisenkind zu sein. Keines dieser Kinder hat das. Wenn du wirklich sein Freund wärst, würdest du ihm helfen, die Probleme zu lösen und nicht sie schlimmer machen. Was auch immer, du alter Furz. Die Eltern von diesem Kind tun mir so leid. Obwohl ich glaube, dass selbst der Lehrer von ihm zu sein ist schon schwierig, Hashimoto-Sensei. Nun, ich sollte da mal gehen. Ich muss sagen, Kiryu-san, es wärmt mein Herz, zu sehen, wie gesund und glücklich ihre Kinder sind. Du hast die volle Unterstützung der Stadt. Da versichere ich ihn. Hi, Onkel Cass. Hey, Haruka. Wie war die Schule? Gut. Sind die anderen schon wieder zurück? Ja, sie sind schon seit einer Weile zu Hause. Shiro auch? Ich hoffe, er ist okay. Ach, keine Sorge, Haruka. Shiro wird es gut gehen. Aber wirklich? Das ist gut zu hören. Ich war so besorgt, als es hieß, er wird gemobbt. Aber ich bin froh, dass alles wieder okay wird. Ich auch. Nun, ich sollte das Abendessen bereit machen. Sei vorsichtig mit den Messern. Komm schon, gib es zurück. Ich werde aber noch nicht. Sorry, Taichi. Schon als würden Taichi und Ayako sich streiten. Jetzt gib mir doch nur mein Geld zurück. Ich habe es gerade zur Zeit nicht. Kannst du warten, bis ich Allowance kriege? Aber das ist doch erst nächste Woche. Unser neuer Ninja Rangers Manga kommt heute raus. All die Kinder in der Schule werden es lesen, bevor ich es kann. Es tut mir leid, Taichi. Ach, was auch immer. Solltest mir bitte besser bald zurückzahlen. Warum hast du Taichi nicht zurückgezahlt? Ayako, hast du das Geld verloren oder hast du es aus Versehen ausgegeben? Komm schon. Das ist doch. Wenn du etwas von jemandem ausleihst, gibst du es doch immer gleich zurück. Das sieht dir nicht ähnlich. Aber ich, hab keine Angst. Du kannst es mir sagen. Jemand hat geklaut. Was? Einer der anderen Kinder? Bist du dir sicher? Vielleicht ist sie auch einfach nur aus der Tasche gefallen. Nein. Ich hab mein ganzes Geld in meiner. Meinem Geldbeutel oder meiner Brieftasche. In meiner Tasche. Also wer auch immer es gestohlen hat, musste auf jeden Fall wissen, dass es da war. Alles klar. Ich werde dem Ganzen auf den Grund gehen. Nein! Ayako, wir müssen rausfinden, was passiert ist. Aber. Ich werde die anderen zusammentrommeln. Warte für mich im Esszimmer. Okay. Hey, könnt ihr zwei ins Esszimmer gehen? Was ist los, Onkel Cass? Nicht wirklich, wir müssen nur eine Diskussion abhalten. Oh, okay. Ist irgendwas passiert? Ich erzähl's euch später.
Pochi. Oh, Uncle Cass, was ist los? Könnt ihr drei im Esszimmer auf mich warten? Ist es nicht ein bisschen zu früh fürs Abendessen? Nun, wir werden nur eine kleine Besprechung abhalten. Warum? Was ist passiert? Ihr werdet es bald wissen. Wartet einfach auf mich, okay? Okay, kommt schon. Es sind 5 von 4. Aloy, schätze ich behalt. Was ist denn das? Can be used for multiple purposes. Also kann verschieden genutzt werden. Auf verschiedene Art und Weise. Also keine Ahnung wie. Taichi, Onkel Cass, du musst mir helfen. Ich habe Ayako Geld gegeben, aber sie gibt es zurück. Ich weiß, ich habe euch gehört. Warum tust du dann nichts? Tu ich. Jetzt warte im Esszimmer auf mich. Was meinst du? Scheint, als hätte jemand das Geld von Ayako geklaut. Jemand hier? Bin mir nicht sicher. Deswegen möchte ich diese Besprechung abhalten. Warte auf mich im Esszimmer, okay? Ja, okay. Oh, das ist... Sorry. Zeig keine Kinder. Geh schon mal zum Esszimmer. Ayako? Okay. Eine fehlt noch. Nee, oder? Zwei fehlen noch. Einer fehlt noch. Das ist nicht gut, ich habe ein Kind verloren. Das ist echt nicht gut, ich habe ein Kind verloren. Ich scheiße. Wo ist es? Wo ist er oder sie? Ja toll, oh Mann, wo ist denn jetzt das Kind? Holka. Wo warst du, Onkel Cass? Wir müssen doch das Abendessen vorbereiten. Scheint, es müsste das Abendessen warten. Warum? Ayakos Geld ist verschwunden. Denkst du, jemand hat es geklaut? Ja, klingt danach. Das ist schrecklich. Wir werden eine Besprechung im Esszimmer abhalten. Ich will, dass du dort wartest. War es das letzte? Oder fehlt noch eins? Es fehlt noch eins. Das ist nicht gut. Sag mir nicht, hier hinten ist keiner. Was? Wusste ich mal, dass wir einen Garten haben und hier ist einfach keiner.
Und wie hast du denn überhaupt so viele? Egal, haben wir jetzt nur noch 8. Ein Balk weniger. Ach da! Was ist los, Onkel Cass? Wir müssen über etwas reden. Warte für mich im Esszimmer, okay? Und es waren alle. Zeit herauszufinden, was passiert ist. Und das Geld wurde aus ihrer Brieftasche genommen. Und ich mag das genauso wenig wie ihr tun, aber wenn einer von euch das Geld geklaut hat, dann soll er bitte reden. Was soll er bitte sagen? Ayako, wann hast du erst bemerkt, dass es gestohlen wurde? Ich dachte, es war vor 2 Tagen. Okay. Hat jemand von euch irgendwas Seltsames gesehen? Ich glaube, ich habe etwas gesehen. Riona hat in Ayakos Tasche rumgefummelt. Riona? Ayako-chan hat gesagt, ich könnte ihre Farbe ausleihen, also habe ich es aus ihrer Tasche genommen. Ich glaube doch nicht, dass ich das Geld geklaut habe. Nein, das tut mir nicht. Jetzt muss ich mal nachdenken. Hat nicht Mitsuo gerade vor kurzem ein neues Modelset gekauft? Es ist ziemlich schick auch. Echt sehr verdächtiges Timing. Und Mitsuo? Woher hast du das Geld? Ich habe wochenlang gespart, deshalb habe ich's. Ich habe nichts getan. Wirklich. Ich habe sogar aufgehört, Snacks zu kaufen, damit ich schneller sparen kann. Außerdem... Sagt man nicht, dass der, wo als erstes redet, immer der, wo es getan hat, ist? Wie bitte? Das hast du schon gehört. Hört auf, ihr zwei. Onkel Cass, was tun wir? Okay, wir sind hier fertig. Das war offensichtlich ein Fehler. Aber jemand hat das Geld geklaut. Ja, er hat recht. Schau. Wir werden hier nicht weiterhin sitzen und die ganze Zeit uns gegenseitig beschuldigen. Das hat nichts mit einer Familie zu tun. Aber ich sag's nochmal, wenn einer von euch das Geld genommen hat, redet mit mir, wann immer ihr wollt. Ich werde es den anderen auch nicht sagen. Das einzigste, was jetzt hiermit geschaffen wurde, ist, dass jeder jeden nicht vertraut. Jeder an jedem zweifelt. Ich hasse es. Ich will es selber nicht glauben, aber einer der Kinder muss es gestohlen haben. Ich schätze, die einzige Option, die wir jetzt haben, ist doch ihre Sachen zu stöbern. Naja, gut Leute, wie ich sagen, machen wir im nächsten Part dabei Yakuza 3 und ciao.